Guten Morgen an diesem Dienstag, den 25. Mai. Und ich hoffe, Sie hatten schöne und ruhige Pfingsten. Zumindest konnte endlich ja wieder einiges in den noch herrschenden Corona-Zeiten unternommen werden. Es ist Dienstagmorgen, kurz vor 7. Herzlich willkommen zum Wetter heute aus München. Ja, der Feiertag endet, die Arbeitswoche startet, aber beim Wetter ist alles beim Alten. Wir starten wieder sehr wechselhaft und vor allem im Westen geht es auch schon los mit Regen und auffrischendem Wind. Schon am Samstag gibt es wieder neue Schauer. Jetzt kommt mein großes Aber. Es wird wärmer. Also, das frühsommerliche Wetter lässt auf sich warten, aber immerhin wird es dann ab Freitag besser. Das war's von mir mit dem Wetter und jetzt geht es weiter mit meinen Kollegen und den Nachrichten. Tja, wir hatten ja ein verlängertes Wochenende und deshalb wird der DAX auch erst heute in den Handel einsteigen. Aber die Vorgaben Franziska Schimke von der Aktionär TV, die sind hervorragend, was wir aus Übersee bekommen haben. Guten Morgen und das heißt doch, müsste sich richtig lohnen, oder? Ja, in der Tat einen schönen guten Morgen. Das lange Wochenende hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt und für den deutschen Leitindex auch. Und heute könnte es richtig schwungvoll losgehen. Wir haben bereits in der Vorwoche ja eine sehr turbulente Woche gesehen, aber neue Allzeithöchststände. Und die könnten hier zum Auftakt gegebenenfalls durchaus auch winken, weil die Vorgaben freundlich sind. Naja, und dann schauen wir natürlich ganz besonders auf das Thema Vonovia, Deutsche Wohnen. Eine mögliche Übernahme, das ist natürlich bewegend. Für Aktien unter anderem auch. Franziska, dann hoffe ich mal, dass dann ab 9 Uhr aus deinem Konjunktiv auch ein Präsens werden wird. Danke dir erstmal für den Moment an die Frankfurter Börse. Ja, und damit schauen wir jetzt auf das Wetter. Das war ja, naja, so ein bisschen durchwachsen über Pfingsten. Und Anneke, was ist mit dir los? Wir kennen dich aus Hamburg. Guten Morgen. Und wo stehst du jetzt? In München? Bist du umgezogen oder hast du keinen Bock mehr auf das kühle Wetter im Norden gehabt? Also, was ist denn los mit dir? Ach, Carsten, ich habe dich wirklich vermisst. Nein, stell dir vor, ich lebe in beiden Städten, weil ich in München arbeite. Ich arbeite ja auch hier in München und ich habe das schlechte Wetter aus Hamburg mitgenommen. So würdest du es doch gerne haben, oder? Dass ich das so betone. Na, die schönste Stadt der Welt ist sowieso Berlin, weißt du ja, ne? Also weder Hamburg noch München. Also, so wie du es hören willst. Genau, so wie ich es auch hören möchte von dir. Du hast vollkommen recht. Na gut, die neue Arbeitswoche startet, aber beim Wetter hat sich jetzt nicht wirklich viel verändert. Es ist sehr wechselhaft und genauso beginnt dann auch der Dienstag wechselhaft, vor allem im Westen. Allerdings gibt es Samstag schon wieder neue Schauer. Jetzt kommt mein großes Aber. Es wird wärmer. Ab Freitag wird es dann wärmer. Immerhin. Das war's von mir mit dem Wetter aus München. Anneke, naja, das sind ja wieder Aussichten. Mal sehen, ob sich da im Laufe des Morgens und Vormittags noch was tun wird. Bis später. Bis später. In Deutschland steht eine Mega-Fusion an, und zwar zwischen der Deutschen Wohnen und Vonovia. Und Franziska Schimke für uns von der Aktionär TV an der Frankfurter Börse verfolgt natürlich das Geschehen. Um 9 Uhr wird der DAX nach dem verlängerten Wochenende in den Handel einsteigen. Und Franziska, das kann man so sagen, diese Gigantenfusion, die könnte heute die Kurse ein bisschen treiben, oder? Ja, in der Tat, und vorbörslich sehen wir da auch schon einiges an Bewegung. Deutsche Wohnen mit einem Aufschlag von über 13%. Vonovia, die zahlen müssen, erst einmal mit einem Minus von 1,5% jetzt unterwegs. Tja, Franziska, sieht so aus, als wenn wir beide heute mal wieder zusammen Geschichte schreiben können, was die deutsche Börse angeht. Danke dir für den Moment nach Frankfurt. Und damit sind wir beim Sport angelangt. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft feiert bei der WM in Lettland nun einen historischen Sieg gegen Kanada. Denn das DEB-Team schlug den 26-maligen Weltmeister mit 3:1. Und Mann des Spiels war Torhüter Matthias Niederberger. Es ist auch der dritte Sieg im dritten Spiel bei dieser WM. Und auch der erste Sieg gegen Kanada seit unglaublichen 25 Jahren. Mit einem Erfolg morgen gegen Kasachstan könnte die deutsche Mannschaft bereits den Einzug ins Viertelfinale schaffen. Tja, es sieht richtig gut aus für die deutsche Eishockeymannschaft. Tja, und wenn man aus dem Fenster rausguckt und sich das Wetter anschaut, als ich heute Morgen 2:30 Uhr zur Arbeit gefahren bin, hat es schön in Berlin geregnet. Inzwischen hat es aufgehört. Und wie sieht es in München aus, Anneke? Na, du bist ja aus Hamburg geflohen wahrscheinlich, weil das Wetter nicht so doll ist, oder? So, Carsten, das habe ich jetzt gerade verpasst, was du gesagt hast, weil ich gerade noch den Schaltraum auf dem Ohr hatte. Dass du was? Unfassbar. Wiederhol es nochmal für mich. Nein, ich lasse es lieber, weil sonst kriege ich wieder Ärger mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die aus dem Norden kommen. Weißt du, das ist ja, also du kannst dir vorstellen, was das gewesen ist, oder? Also ich kann dir sagen, der Wind ist einfach dort, wo ich bin. Wenn ich im Norden bin, ist es im Norden windig und jetzt ist es im Norden nicht windig, aber dafür im Süden und in der Mitte. So, wir kommen jetzt mal zum Strömungsfilm, um mal die Großwetterlage anzuschauen. Am Samstag gibt es schon neue Schauer. Jetzt kommt mein riesiges Aber. Es wird endlich wieder wärmer und die Temperaturen steigen an. Wir müssen einfach noch ein paar Tage durchhalten. Das war's von mir mit dem Wetter aus München. Durchhalten. Danke, Anneke. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, die bleibt bei der WM in Lettland auf Erfolgskurs. Das DEB-Team besiegte den 26-maligen Weltmeister Kanada mit 3:1. Es war der dritte Sieg im dritten Spiel und der erste Sieg gegen Kanada seit einem Vierteljahrhundert. Mit einem Erfolg morgen gegen Kasachstan könnte die deutsche Mannschaft bereits den Einzug ins Viertelfinale schaffen. So, jetzt schauen wir nach München zu unserer lieben Anneke. Und man muss sagen, das Wetter ist jetzt nicht so wirklich auf Erfolgskurs, Anneke. Für Mai viel zu kalt. Was ist denn los da? Nee. Viel zu kalt, liebe Feli. Also der Wonnemonat Mai, der ist ja mal komplett ins Wasser gefallen. Also ich könnte ja auch im T-Shirt stehen oder so. Jetzt habe ich eine Jacke an und eigentlich würde ich gerne einen Daunenmantel tragen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ah, wir legen mal los. Also vom frühsommerlichen Wetter mit Sonnenschein und tollen Temperaturen fehlt auch heute am Dienstag jegliche Spur. Letzte Tropfen noch im Osten, am Samstag dann schon wieder neue Schauer. Aber dann schauen wir einfach mal auf die Temperaturen und erfreuen uns daran, denn die steigen endlich an. Das war's von mir mit dem Wetter. Und jetzt kommt sogar noch die Sonne raus, hier in München. Tja, Anneke macht gute Miene zum bösen Spiel. Dankeschön nach München. Und deshalb wollen wir gleich weitergehen an die Frankfurter Börse zu Franziska Schimke von der Aktionär TV. Franziska, also um 9 Uhr hat der Handel begonnen. Vorhin hast du die ganze Zeit im Konjunktiv heute Morgen kurz nach 7 gesprochen. Jetzt können wir im Präsens reden. Ein guter Start für den DAX. Ein super Start für den deutschen Leitindex. Wir haben direkt heute hier zum Auftakt neue Bestmarken eingefahren. Na Franziska, das sieht ja richtig gut aus zum Start in die verkürzte Handelswoche. Danke dir, bis später. So, da gucken wir jetzt mal aufs Wetter, ne? Und wir gucken zu Anneke, die ja geflüchtet ist aus Hamburg nach München, ne? Wolltest ein bisschen Sonne haben, ist ja mal für dich rausgekommen jetzt, ne? Hast du ja Glück gehabt, ne? Weil wenn ich raufgucke, hier eben bei Hamburg geguckt, da regnet es anständig. Ach Anneke, schön dich zu sehen. Schön, dich zu hören, Carsten. Ja, die Sonne, die ist jetzt genau für unsere kurze Zeit rausgekommen. Dahinter ist es ganz schön dunkel, aber heute Nachmittag wird es hier in München auf jeden Fall noch schöner und sonniger werden. So ist es aber nicht überall. Spitzenreiter heute in Berlin, 17 Grad. Jetzt kommen wir mal zum Positiven. Die Temperaturen gehen ab Freitag nach oben. Das war's dann auch wieder vom Positiven. Und von mir aus München mit dem Wetter. Tja, Anneke. Wo gibt es die höchsten Temperaturen heute in Deutschland? Na, wo wohl? In der schönsten Stadt des Landes. Hier bei uns in Berlin. So ist es. Bis später. Danke dir. Und damit schauen wir an die Frankfurter Börse zu Franziska Schimke von der Aktionär TV. Franziska, ich mach's kurz. Läuft heute. Läuft in der Tat. Der deutsche Leitindex war vor dem verlängerten Wochenende ja schon gar nicht schlecht aufgelegt, aber startet mit viel Schwung in diese neue verkürzte Handelswoche. Franziska, danke nach Frankfurt. Und wir kommen zum Sport, denn die Starturnerin Simone Biles sorgte bei den US Classics in Indianapolis für staunende Gesichter und sie schrieb damit auch Geschichte. Wow, was für ein Ding. Unglaubliche Bilder. Tja, Anneke, ich als großer Kosmopolit habe natürlich sofort erkannt, dass du auf der Theresienwiese in München stehst, aber bei dir ist ja nun überhaupt nichts los. Wetter ist schlecht, hinter dir nichts, kein Oktoberfest. Also München ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ja, da hast du recht, aber ich glaube, da kann man ja gerade wirklich auf jeden Platz gehen und es ist nichts los. Wir wollten halt einfach ein bisschen Himmel und Stimmung einfangen, weil ja, das Wetter, das gibt momentan nicht so viel her. Also Stimmung in Form von Wolkenstimmung, natürlich nicht Stimmung hinter mir. Du hast recht, das Oktoberfest fällt flach. Frühlingsfest war hier auch schon keins auf der Theresienwiese. Naja, jetzt muss man sagen, sind hier einfach immer sehr viele Sportler unterwegs. Ja gut, am Samstag gibt es neue Schauer, aber jetzt schauen wir einfach mal auf die Temperaturen und erfreuen uns daran. Es wird nämlich endlich wärmer. Das haben wir auch verdient. So viel von mir zum Wetter aus München. Ja, aber du weißt schon, dass heute erst Dienstag ist, ne? Das sind noch 3 Tage, die wir warten müssen. Eigentlich noch 3,5. Ja. Anneke, bis später. Momentan muss man sagen, ist das Wetter nicht so toll. 4 Grad, es regnet so ein wenig, es ist kalt, aber zumindest zum Freitag hin soll das Wetter hier besser werden. Die Sonne soll rausgucken, ein bisschen wärmer werden. Also bis Freitag sollte es hier alles perfekt sein. Ja, und Dirk, wenn das Wetter jetzt nicht so gut wird und wenn man nicht trainiert, dann kann man zumindest mal ordentlich daddeln. Denn wir haben ja gehört, man hat sogar extra das komplette WLAN neu eingerichtet, damit da bloß keine Langeweile aufkommt. Dankeschön für den Moment nach Seefeld. Ja, in Seefeld ist das Wetter nicht so doll, haben wir gesehen, bei uns aber leider auch nicht, liebe Anneke. Was ist denn da los? Was ist denn das für ein Mai? Ja, absolut kein Wonnemonat, liebe Feli. Aber gedaddelt wird auf jeden Fall nicht ab Freitag, denn ab Freitag wird es wirklich schöner. Das stimmt schon. Also Dirk hat genau das gesagt, was passieren wird. Aber bis Freitag ist es natürlich noch etwas hin. Das Wochenende sieht verbreitet sehr freundlich aus und dieser Trend setzt sich nächste Woche auch fort. Das war's von mir mit dem Wetter aus München. Ach Anneke, das geht doch. Hört sich doch gar nicht so schlecht an. Also wir gedulden uns jetzt noch ein bisschen und vielleicht fühlt es sich dann doch noch mal irgendwann wie ein bisschen Sommer an. Dankeschön. Tja, Anneke hat heute wirklich Pech. Da macht sie für uns die Wetteraussichten für die kommende Woche. Aber das Wetter ist nicht so gut. Und Anneke, sag mal, ein bisschen Sonne hast du ja noch, ne? Aber windig ist es. Da in München. Läuft nicht so, ne? Du weißt ja, Carsten, heute 17 Grad in Berlin, aber morgen 17 Grad in... Naja, in München und in Berlin ist es dann wahrscheinlich noch ein bisschen wärmer, ne? Ist halt so. Am Wochenende sieht es ganz freundlich aus. Jedenfalls verbreitet. Und genau dieser Trend setzt sich dann auch nächste Woche fort. Das war's von mir mit dem Wetter aus München. Na, Anneke, dann kriegst du ja noch ein bisschen gutes Wetter ab. Aber musst halt erst noch mal bis Freitag warten, ne? Bis später. Ja. Tja, das Wetter im Mai ist irgendwie sehr aprillig, um es mal so zu sagen. Und Anneke steht im Winde. Und vielleicht auch jetzt im Regen. Nee, geregnet hat es nicht. Die Sonne, naja, auch nicht so richtig da. Aber der Wind ist noch da. Sag mal, Anneke, aber das Positive ist ja, das Wetter ist gut für die Gärten, wie meinen zum Beispiel, oder? Da hast du vollkommen recht. Es gab so viel Niederschlag, dass es sogar schon zu viel ist für den Mai. Also wenn man das bisherige Mittel nimmt. Also kann man sagen, die Pflanzen freuen sich. Alle anderen, glaube ich, noch momentan nicht so. Aber das wird diese Woche noch. Der Trend fürs Wochenende sieht ganz gut aus und auch nächste Woche soll es dann freundlich weitergehen. Das war's von mir mit dem Wetter aus München. Siehst du, Anneke, und da ich ja ein freundlicher Berliner bin, habe ich mir gedacht, jetzt schicke ich dir mal kurz ein bisschen Sonne rüber, ne? Hast du gespürt, oder? So sind genau. Wir. So sind wir Hauptstädter. Also, mach's gut. Dankeschön. Und gleich ein Thema bei uns in den 12 Uhr Nachrichten. Hansi Flick ist also nun ganz offiziell der Nachfolger von Jogi Löw nach der Euro 2020, die ja in wenigen Wochen beginnt. Sie wird ja nachgeholt wegen Corona, aber dann übernimmt er nach dem letzten Turnier von Jogi Löw, von seinem Ex-Chef. Die beiden sind ja 2014 als Trainerduo Weltmeister geworden. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Wir sehen uns ausnahmsweise erstmal morgen Nachmittag wieder. Tja, Homeschooling, die Kinder, muss man ja auch mal ein bisschen auf die Kleinen aufpassen. Und deshalb kommen Sie gut durch den Tag. Bis morgen. Auf Wiedersehen.